Diese Verwendung des Void sollte man mit der Tatsache in Verbindung bringen, dass genau im selben historischen Moment zu Beginn der Neuzeit die Null, das ist die erste Verbindung, die Null als Zahl erfunden wurde. Ein Umstand, der mit der Ausdehnung des Warenaustauschs und der Warenproduktion als vorherrschender Produktionsform zusammenhängt, sodass die Verbindung zwischen Leere und Ware also von Anfang an existiert hätte. In seiner klassischen Analyse der griechischen Vase, in seinem kleinen Essay Das Ding, auf die sich auch Jacques Lacan bezieht, betont Heidegger, dass die Vase als rätselhaftes Ding um eine zentrale Leere herum geformt ist. Das heißt, sie dient als Behältnis einer Leere. Man ist daher versucht, die griechische Vase und das Kinderüberraschungsei als die beiden Momente des Dings in der Geschichte des Westens zu lesen. Des heiligen Dings an seinem Ursprung und der lächerlichen Ware an seinem Ende. Das Kinderüberraschungsei ist unsere heutige Vase. Das ultimative Bild, das die ganze Geschichte des Westens zusammenfassen würde, wäre also das der alten Griechen, die den Göttern in der Vase einen Kinderüberraschungsei darbieten. Man sollte hier in der Tat jenes Verfahren anwenden, dessen sich schon Adorno und Horkheimer in Dialektik der Aufklärung bedienten, indem sie die gesamte Entwicklung der sogenannten westlichen Zivilisation zu einer einzigen Zeile verdichteten. Von der prähistorischen magischen Manipulation zur technologischen Manipulation bzw. von der griechischen Vase zum Kinderüberraschungsei. In diesem Sinne gilt es sich auch vor Augen zu halten, dass sich die Morgendämmerung der Philosophie im antiken Griechenland zur gleichen Zeit und am gleichen Ort ereignete wie die erste Hochphase der Warenproduktion und des Warentauschs. Eine der Anekdoten um Thales, den ersten Philosophen, besagt, dass er um seine vielseitige Begabung auch im richtigen Leben unter Beweis zu stellen, auf dem Markt zum Reichtum gelangte und erst danach zur Philosophie zurückkehrte. Man sollte daher die These wagen, dass es sich schon bei der griechischen Vase, auf die sich Heidegger bezieht, um eine Ware handelte und dass diese Tatsache für die Leere in ihrer Mitte verantwortlich war und dieser ihren wahren Widerhall verleiht. Als Ware ist ein Ding nicht nur es selbst, sondern weist über sich hinaus auf eine andere Dimension, die dem Ding selbst als zentrale Leere eingeschrieben ist. In Anlehnung an Bemerkungen eines Heidegger-Interpreters über die heimliche Hegemonie des Begriffs des Oikos als einer geschlossenen Hausökonomie bei Heidegger, das heißt auf Heideggers Unkenntnis der Marktbedingungen und des Umstands, dass der Markt immer schon den geschlossenen Oikos ersetzt, könnte man daher sagen, dass die Vase als das Ding der ultimative Beweis für diese Tatsache ist.